einem guten alten Bekannten, nämlich Roger Cicero, der ja einen Tag später dann auch beim Live Earth Konzert vor Ort war. Der ging aber schon am Freitag im Hamburger Stadtpark los. Jetzt mehr in City Life. Das muss mehr. Ja, bevor es nämlich zum Live-Earth-Konzert in die HSH Nordbank Arena ging, spielte Roger Cicero am Freitag im Hamburger Stadtpark. Und mit dabei natürlich unsere VIPs vom König Pilsener Music Special. Aber auf jeden Fall zu spät. Der leichtfertig das Glück verspielt, dass er schon 100 Farben Händen hielt. Und dann benennt diesen Typen. Und dann benennt diesen Typen nach mir, denn ich ließ dich gehen. Ich ließ dich gehen. Ich ja, mittlerweile sind sie warm und trocken und sicher hier angekommen. Wie war die Fahrt mit der Limousine? Ja, aufregend, sehr interessant. Noch nie gemacht, das erste Mal und war sehr, sehr gut. Ich habe auch gedacht, Mensch, nimmt gar kein Ende. Da kamen so viele Menschen raus. Roger Cicero, er spielt sich im Moment da vorne den Wolf. Es ist, glaube ich, eine sehr gute Stimmung, kann man sagen. Er hat ja heute Geburtstag. Was wünscht ihr ihm? Ja, dass es mit dem nächsten Grand Prix klappt und erster Preis dann. Okay, also nächstes Mal wieder dabei. Darf ich auch noch mal hören? Was wünscht ihr ihm? Sonnenschein fürs nächste Jahr und immer gute Laune und viele Fans. Roger, das hört du. Der wird ganz gerührt sein. Dass er vielleicht das im Konzert noch ein bisschen feiert mit seinen Leuten oder sowas und schon Spaß hat. Oder auch mit uns, ne? Ist ja auch eine Möglichkeit. Was ist denn so euer Lieblingssong? Gibt es so einen Lieblingssong von Roger? Ja, da gibt es den bekannten Männer regieren die Welt. Ja. Frauen regieren die Welt. Danke, ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwas falsch gerade. Also Frauen reagieren. Frauen regieren die Welt, so heißt es genau. Ist das sowas, was du auch erlebt hast? Ja, ich reagiere manchmal auch. Ja. Und ich wusste, du sagst nein, denn so wird es mir dieses Ernst. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon so ein bisschen verliebt in Roger. Das geht euch wahrscheinlich nicht so, aber ihr seid trotzdem begeistert, sehe ich. Manche Sachen finde ich richtig angenehm. Also ich hätte es nicht gedacht, dass er doch so gut ist im Weg. Bei dir sehe ich auch die Augen leuchten. Ja, auf jeden Fall. Deswegen war für mich bisher nicht so der Fall, aber ich könnte mich daran gewöhnen. Ich wollte gerade sagen, was ist so das, was ihr an ihm mögt? Ja, dass er halt seinen eigenen Stil durchbringt. So. Also ich denke, vergleichbar gibt es doch nicht so viel. Wie ist das mit dem Deutschding? Eher gut oder eher schlecht? Finde ich eigentlich nicht so, aber bei ihnen geht es eigentlich noch so. Also es fällt nicht so auf. Also gerade Swing-Geschichten finde ich super klasse. So. Also gerade, dass es diese Swing-Sachen wieder aufleben, das ist schön, dass das irgendwie passiert. So. Ein guter Stern wegen meiner großen Freiheit. So. Und ich kann Ihnen schon mal sagen, auf dem Programm vom König Pilsener Music Special stehen noch viel mehr Stars, nämlich demnächst noch Norah Jones, Helge Schneider und Wir sind Helden. Und wie Sie da als VIP-Gast mit dabei sein können, das erfahren Sie im Internet unter www.hamburg1.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder bei City Live. Bis dahin. Tschüss.